Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ultra Despair Girls. Na, dann gehen wir doch mal durch die Tür durch. Das kriegen wir gerade noch so hin. Oh, Momentchen mal. Oh, egal. Es geht los. Oh, eine Challenge. Es gibt nur einen wahren Schlüssel. Wirst du in der Lage sein, den wahren Schlüssel zu finden? Okay, ist abgeschlossen. Oh, ist versperrt. Oh Gott, also müssen wir schon wieder mit diesen kleinen Bratzen, mit diesen kleinen Görn mitspielen. Okay, die Challenge beginnt. Ah, okay, gut. Oh mein Gott, sind das viele Sachen. Wow, hier werden wir wohl gut zu tun haben. Eine Sekunde nochmal. Ich rede einfach mit euch weiter. Ihr werdet mich nur gleich nicht mehr hören. Ich muss nur ganz kurz meine Uhr holen. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt habe ich meine Uhr. Weil sonst, ich bin so schlecht im Schätzen. Ich kann nicht annähernd einschätzen, was 20 Minuten sind. Wirklich nicht. So, dann haben wir Detect. Momentchen mal. Wie war das denn? Ich dachte, man muss nur draufhalten und dann sieht man das. Ach so, das ist was Normales zum Untersuchen. Okay. Hä? Ach so, es gibt aber doch nur einen Warnschlüssel. Oh, hier sind Farben. 1, 2, 3. Ein Pfeil hindurch ist der Schlüssel. 1, 2, 3. Ach, vielleicht... Da hinten vielleicht. Da, wo die drei Dinger eine Reihe ergeben und man dann das Glitzern sieht. Ich probiere es mal. Aber ich komme nicht ran. Hallo? Hä? Dann wohl doch nicht. Hä? Ach so, ich muss den jetzt wahrscheinlich ausprobieren und dann werden sie merken, dass er nicht klappt. Das wird aber nicht gehen. Kein Problem, ich glaube... Ich glaube, der wird sein. Ich bin da sehr zuversichtlich. So. Super cool, ja. Hat geklappt. War echt nicht schwer. Voll easy. Kriegen wir dafür jetzt was? Naja, ich hab's halt erst beim zweiten Mal jetzt geschafft, ne? Eigentlich nicht so gut. Ich dachte halt, ich war echt ein bisschen durcheinander gekommen. Mit dem Geglitzer. Sind das... Nee, okay, es sind Statuen. Ich war mir eben unsicher. Aber da ist was zum Einsammeln. Okay, das ist wieder ein Brief von einem Tova Tower-Mitarbeiter. Nein, ich will nicht sterben. Ich möchte nicht umgebracht werden. Ich will nicht in einer Bluttüte enden. Nein, bitte. Nein, nein, nein. Nicht die Tüte, 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 nicht die Tüte und so weiter und so weiter. Da ist wer verrückt geworden. Kann ich ihm aber auch nicht verübeln. Wäre ich sicherlich auch. Lebt die Person da noch? Nee, leider nicht. So. Was haben wir da? Bam. Oh, Batterie ist voll. Naja. Dann haben wir das da. Da geht eine Treppe nach oben. Da können wir scheinbar nichts machen. Puh, okay, dann gehen wir mal die Treppe nach oben. Da wird bestimmt irgendwas passieren. Tatsächlich. じゃないよね。はい。あ、僕は怪しいものじゃないんだ。約束するよ。君たちに危害を加えたりはしない。
Ich frage mich, ob der wieder irgendwie in Verbindung steht mit irgendeiner anderen Person aus Danganronpa. Mal gucken, wie er heißt. Ah, nicht schießen. Ich schwöre, ich werde euch nicht verletzen. Warum bist du dann an einem Ort wie diesem? Das ist verdächtig. Ich habe mich versteckt. Ich dachte, die Kinder würden mich hier nicht finden. Und was ist mit dem Laptop dort? Oh, das habe ich im Elektroshop der Stadt gekauft oder mitgenommen, wohl eher. Ich dachte, damit wäre ich vielleicht in der Lage, das Armband abzubekommen. Deswegen habe ich versucht, was zu programmieren darauf. Moment, hast du Armband gesagt? Hä? Ja, das hier. Ich wurde von dieser seltsamen fünfköpfigen Gruppe an Kindern gefangen genommen und sie haben es mir angelegt. Ich habe versucht, es zu entfernen, aber wie ihr sehen könnt, hat das nicht besonders gut funktioniert. Ich wusste es. Bei mir ist das Gleiche, siehst du? Oh, dieses Armband. Dann wurdest du auch zu diesem grausamen Spiel gezwungen? Verstehe. Tut mir leid. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Du sitzt doch im selben Boot, oder? Ja, aber wenn mir gelungen wäre, herauszufinden, wie man das abbekommt, dann hätte ich dir auch helfen können. Wusstest du das? Mit diesem Armband ist es dir nicht möglich, die Stadt zu verlassen. Solange wir es also nicht entfernen können, können wir nicht gerettet werden. Es wird schon klappen, wir werden gerettet werden. Wieso sagst du das? Wir werden die Future Foundation darum bitten, uns zu helfen, die Armbänder zu entfernen. Wir sind hier, um sie zu rufen. Was meinst du damit? Oh, du willst die Details? Also es gibt ein besonderes Radio in der ganzen Stadt. Das ist Raspberry und wir benutzen dieses Ding. Wow, du bist ätzend. Oh, der Störsender? Wenn es uns gelingen könnte, bis an die Spitze des Turmes zu gelangen, dann schaffen wir es vielleicht hindurch. Du hast es tatsächlich verstanden? Aber den ganzen Weg, die Treppe hoch, das ist unmöglich. Ich weiß, aber der Aufzug bewegt sich nicht. Wir haben keine Karte. Eine Karte? Die Sicherheitskarte des Aufzugs? Hast du sie? Oh, sorry, so ist das nicht. Nein, ich kann nicht wirklich frei sprechen. Tja, vielleicht, Was? Sprich doch mal Klartext, verdammt. Wenn ihr den Aufzug bewegen wollt, ich bin vielleicht in der Lage, es zu tun. Wirklich? Ich habe schon einmal für die Sicherheit gearbeitet, deswegen glaube ich, dass ich diesen Kartenleser umgehen könnte.
Aber ihr glaubt doch, unmöglich jemanden, den ihr gerade erst kennengelernt habt. Ich meine, ich erzähle euch all das, aber ich bin nicht einmal in der Lage, dieses blöde Armband abzubekommen. Das ist nicht wahr. Bitte, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich flehe Sie an. Bitte helfen Sie uns, Mister. Tja, okay, ich werde es versuchen. Ja, vielen Dank. Also wirklich, du bist schnell dabei, den Leuten zu vertrauen. Aber was hast du vor? Wenn wir den Aufzug bewegen, musst du ihn dann nicht auch wieder herunterbekommen? Naja, ist besser als sinnlos weitere Treppenstufen zu steigen, nicht wahr? Lass uns einfach unser Bestes geben, okay? Halt die Klappe, ich will nicht, dass du mich aufmunterst. Ihr versteht euch wirklich gut. Und wieso genau denkst du das? Aber was ist jetzt? Ich dachte, er hilft uns. Ach so, wir nehmen ihn jetzt mit zum Aufzug, oder was? Ach, da geht's gar nicht lang. Alles klar. Ist hier noch irgendwo was in der Ecke, was ich vielleicht übersehe? Ich sehe eigentlich nichts. Aber bestimmt kommen doch jetzt noch ein paar Monokumas. Cool, das hat ziemlich gut geklappt. Aber leider nur eine Münze gekriegt. Ich weiß nicht genau, ob wir nicht lieber... Ach so, das ist zum hier durchschießen, genau. Bam, dann kommen wir nämlich hier lang. Super, jetzt können wir die Treppe benutzen. Vielleicht kommt das hier direkt nochmal. Da, genau. So. Oh, Vorsicht. Ja, ich habe eine extrem coole Waffe, finde ich auch. So, dann müssen wir ja eigentlich schon wieder im Erdgeschoss sein. Ich frage es, ob wir da jetzt nochmal einen fetten Gegner oder sowas kriegen, bevor wir tatsächlich an den Aufzug kommen. So, gucken wir erstmal da. Da liegt nämlich noch was. Weiß nicht, ob wir das übersehen hatten letztes Mal oder ob das neu da liegt. Towa City. Oder, also der Titel ist ausgerechnet Towa City. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn ich sage, dass mein ganzes Leben bis hierhin der Towa City gewidmet wurde. Ich habe den Technologiesektor von Towa City schon immer bewundert. Und ich habe davon geträumt, in dieser Stadt zu arbeiten. Und mein ganzes Leben habe ich für diesen Traum gelebt. Und schließlich ist mein Traum wahr geworden. Und das muss geschehen. Wieso musste ich ausgerechnet hier sein? Wieso ausgerechnet jetzt? Tut die Welt das, ja, einfach wahllos? Ich wollte doch meine Fähigkeiten in dieser Stadt zur Probe stellen, aber stattdessen muss ich um mein Leben rennen. Ich wünschte, ich könnte alles zurücknehmen. Ich möchte meinen Traum zurückhaben. Huch! Ausgerechnet hier. Jeder Ort auf Erden. Aber es musste Towa sein. Du scheinst deswegen besonders traurig zu sein. Fandst du diesen Ort denn irgendwie so toll? Na, das ist es nicht. Habe ich es euch nicht erzählt? Ich habe mal in der Sicherheitsabteilung gearbeitet. Naja, ich sag Sicherheit. Was ich in Wirklichkeit getan habe, war, Sicherheitssystemprogramme zu entwickeln. Für jemanden wie mich war dieser Ort wirklich etwas Besonderes. Hi. Etwas Besonderes? So, ne. Towa City führt, ja, die Weltindustrie bezüglich Technologie an, sowohl was die Komplexität als auch die, ja, Qualität anbelangt. Es gibt eine Tonne an Ingenieuren,
die nur nach Tova City kommen, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Du hast recht, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ich habe gehört, dass der Luftreiniger, den Tova entwickelt hat, die toxischen Probleme gelöst hat. Außerdem hat die Tova Group auch komplexe Waffensysteme entwickelt, um gegen die Verzweiflung anzukommen. Und deswegen ist Tova City auch aus diesem Grund besonders. Aber das ist etwas, das ich erst vor kurzem erfahren habe. Wenn diese Stadt so fortschrittlich ist, warum gibt es denn dann keinen riesigen Abwehrroboter, um gegen die Monokumas zu kämpfen? Ich bin mir sicher, dass alle Arten von Waffen gestohlen oder zerstört wurden, als das Ganze begann. Dann hat sich nichts verändert. Wir müssen die Future Foundation kontaktieren, egal was es kosten möge. Ah, Toko, was ist nur los? Sie guckt immer so unüberzeugt, ne? Naja, schauen wir mal. Die Maschinen sind noch nicht wieder geladen, ist ja ätzend. Das ist nicht so gut. Ich guck mal eben, ob wir genug Münzen haben, um nochmal was zu holen. 707. Es kommt auch gar nichts Neues mehr dazu, ne? Oder? Die sind nicht neu, ne? Hatefully and correctly. Nee, die will ich aber auch jetzt auch nicht mitnehmen. Ist egal. Muss ja auch nicht sein. Ich speichere. Auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Einmal hier drüber. Jo. Wunderbar. Und dann auf zum Aufzug. Hier kommt doch ein Kampf, oder? Ganz ehrlich, hier ist so viel Platz. Mega viel Platz. Hier könnte man einen perfekten, riesigen Kampf inszenieren. Es wundert mich, dass hier noch nichts getriggert wurde. Na gut, probieren wir es halt erstmal. Sasuga wa Tova City da. Saishin no Security System wo tsukatteru ne. Na, wie zu erwarten war von Tova City. Sie nutzen die neuesten Sicherheitssysteme. Das wird hart. Aber du kannst es schaffen, oder? Ja, ich werde mein Bestes geben. Das ist aber eine vage Antwort. Ja, ich schätze, das ist wahr. Meine Familie dachte auch immer, dass man sich nicht auf mich verlassen kann. Familie, huh? Leute, wir haben doch gerade erst losgelegt. Ihr müsst nicht sofort depressiv werden. Du hast recht. Alles klar, ich werde es versuchen. Okay, ich überlasse das dir. ちょっと時間がかかりそうだけど、これだったら何とかなるかもしれない。焦らないでも大丈夫ですよ。今のところ特に変わったことはな。まだですか？早くしてください。ちょっと待ってくれ。まだ始めたばっかりで。どうしよう。どうするって何とかするしかないじゃない。Ich glaube, ich werde mal lieber Toko. Yeah. Woo!
Yay! Mit Toko war's cool. Und voll easy. こっちも終わりそうだよ。やった、成功だ。深尾さん、あとはこのエレベーターで一気にてっぺんまで行くだけだね。そうね。君たちには、お礼を言わなくちゃいけないね。君たちのおかげで、ようやく希望が見えたよ。この調子で通信がうまくいけば、きっとすぐに未来機関が助けに来てくれる。そうしたら、僕らは助かるんだ。 Ich hab's geahnt. Oh mein Gott. Blast Monokuma? Was sind das denn für welche? Wow. Nein, was mache ich denn da? Oh Gott. Sorry, ich habe die falsche Taste eben gedrückt mit Toko. Okay, das ist mit ihr wirklich nicht so schlimm. Aber der ist da so weit hinten. Was macht sie denn da? Wieso schreit sie? Okay, alles gut. Oh, es ist echt gemein, dass der gleich gestorben ist. Ey, ich hatte das nicht vor. Ups, ich habe aus Versehen, glaube ich, die falsche Szene getriggert. Wo gehst du hin? Da gibt's nichts mehr zu sehen, oder? Okay, und zurück. Jetzt habe ich echt viel verbraucht, sorry. Oh nein, es tut mir so leid. Aber kann ich das jetzt hier öffnen, oder? Ja, das klappt. Ganz schön heftige Kämpfe. Ich frage mich, ob es aber irgendwelche guten Strategien gibt gegen diese Blast-Monokumas, außer dass Toko es macht. Hey, Omaru, hast du eine Sekunde? Was denn? Wegen der Future Foundation. Oh, scheiße. Was? Es scheint, der Aufzug hat angehalten. Wieso hier? Lass uns einfach die Tür aufbrechen. Ja. Okay, mit Move oder wie? Oder muss ich einfach nur hin? Ich probiere mal. Ah! Oh. Das ist nicht gut. Das heißt gleich jetzt ab. Okay, ein Herz. Und was war das? Knockback. Toll. Okay, ich glaube, da mache ich an der Stelle mal einen kleinen Cut. Wir haben noch eine Batterie und eigentlich, ja, naja. Es wird schon schief gehen. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ultra Despair Girls wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.